Hallo Hallöchen, ich habe mal wieder eine schöne Mold und zwar für zwei Tauben. Und da kam mir doch die Idee, ich hole mal mein Foto raus. Hier ist es. Wir waren mal auf Gran Canaria im Palmitos Park und für ein Foto durften wir diese vielen Papageien und Aras auf dem Arm halten. Und uns wurden die zahmen Tiere auch noch auf Schulter und Kopf und gelegt und gestellt. Und es war so süß. Und da habe ich gedacht, musst du doch gleich Papageien aus dieser Mold machen. Und zwar lege ich mal das Bild weg. Ups. Habe ich gleich mal diese gemacht. Und zwar die verschiedenen Farben an den Seiten hier so reingemacht und dann entstanden diese Farben. Und jetzt lege ich das auch noch mal weg. Und wie immer mache ich auch gern diese bunten Vögelchen. Ich habe hier gleich mal vorbereitet. Ich lege mal hier rot rein. Ich möchte euch die mal zeigen. Die gehen nämlich viel schneller als jetzt, wenn man jetzt diese Farben an die richtige Seite legt. Ich habe hier natürlich zwei Molds und die will ich euch mal zeigen. Rot lege ich für den Kopf rein. Zwei Kügelchen. Einmal habe ich hier so bunte Knete. Mal hier so reinlegen. Ich kann auch noch mal die Bunten hier drauflegen, die jetzt so richtig wie Papageien aussehen. So, einmal hier, einmal in gelb-grün Tönen. Habe ich gar nicht so richtig geknetet heute. Ein bisschen fest die Knete. Die kann man natürlich auch wieder schön verwenden, diese Vögel für Hochzeiten, um eine schöne Tafel auszustatten oder um Einladungen zu verschönern. Die kann man dann natürlich in verschiedenen Farben machen, in Rot zum Beispiel oder in die Lieblingsfarben der Braut oder als Streudeko so ganz in Weiß. Die Augen habe ich auch immer nur kurz, also nur ein wenig betont mit Acrylfarbe. Die Farben sollen ja mehr zur Geltung kommen, habe ich jetzt nicht so doll betont. Und bei manchen habe ich dann die Köpfe einfarbig gemacht oder die Schnäbel mit roten Fimo, so wie jetzt. So, mal probieren, ob es schon rausgeht. Ist ja immer besser ein bisschen stehen lassen. Hier kann man so schöne Vögel mitzaubern, immer wieder ein anderes Muster. Ich bin immer wieder von den Molds so begeistert, dass ich immer alle ausprobieren möchte. Aber Annette hat so viel in ihrem Shop. Ich weiß gar nicht, wo ich immer anfangen soll. Ich suche mir die raus, wo man natürlich immer wieder meine bunten Farben verwenden kann. Und so sieht der aus. So, das war's noch nicht für heute. Ich habe euch nämlich noch eine Eule mitgebracht. Und zwar diese. So, ich suche nämlich gerade die Eulen, die ich schon vorbereitet habe, aber Trick 17. Hier und da habe ich sie doch versteckt. So, das ist die Eule. Und weil ich es mir heute nicht ganz so bunt machen will, habe ich hier einmal Grau und einen Khaki-Ton
vorbereitet. Die bunten könnt ihr euch schon ansehen. Ich finde besonders die graue hier sehr schön. Weiß mit grau. Die Augen habe ich auch wieder mit Acrylfarbe angemalt. Man braucht eigentlich bloß immer so ein paar Akzente setzen. Die haben hier noch keine Augen bekommen, das sind jetzt die neuesten. Die Form ist hier auch sehr flach. Man kann die natürlich auch für Karten benutzen, für Einladungskarten oder wie auch immer. Natürlich immer wieder für Magnete, liebe ich besonders. In einem anderen Video werde ich euch noch mal zeigen, was ich damit mache, mit diesen ganzen schönen Tierchen. Aber ich möchte euch jetzt erstmal die Mold zeigen. Ihr könnt damit auch die auch mit Kindern benutzen. Die sind sehr, sehr einfach zu benutzen. Auch mit Kindern arbeiten. Die ist sehr, sehr schön, sehr, sehr flach gehalten. Geht sehr gut raus. Man braucht die nicht mitbrennen. Und das ist das kleine Eulchen. Extra für euch gemacht. So, das war's. Ich hoffe, wieder mal eine Inspiration für euch. Ich danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen für einen Daumen hoch. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!